Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr mit Julian Bönig diese kleine Webinarreihe veranstalten können und dürfen. Und es ist eine Premiere hier bei FX Flat. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Und bevor ich jetzt an den Julian tatsächlich übergebe, müssen wir einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte unabhängig von dem heutigen Inhalt, die Ihre Entscheidung entsprechend selber treffen und diese Veranstaltung nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie an der Stelle gerne pausieren. Okay, dann Julian, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Ja. Erfolg und viel Spaß. Super. Jetzt müsstest du mir noch einmal sagen, ob du den richtigen Bildschirm siehst. Jetzt sehen wir deine Präsentation. Klasse, ich danke dir. Gut, dann würde ich sagen, übernehme ich und bedanke mich erstmal ganz herzlich für die nette Einleitung. Nelson hat ja das Thema schon angesprochen mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Das ist sozusagen mein Themengebiet. Und darum soll es heute gehen, aber auch in den nächsten Webinaren, die wir zusammen noch mit FX Flat geplant haben, die im Februar stattfinden, im März und im April. Soweit ist erstmal die Planung. Wie gesagt, das Ganze wird eine Reihe sein. Das heißt, ich werde dementsprechend gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie ich mir das Ganze gedacht habe, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Und hier aber auch schon mal der Hinweis, ich werde gleich auch meine Kontaktdaten teilen. Ich freue mich immer darüber, wenn vielleicht auch zwischen den Webinarpausen sozusagen einfach Fragen mich per E-Mail oder über mein Kontaktformular auf meiner Webseite erreichen. Dann bin ich natürlich auch immer gewillt und freue mich darüber, dass ich diese dann dementsprechend gerne beim nächsten Webinar mit aufnehme und diese entsprechend beantworte. Vielleicht vorweg für die, die mich noch nicht kennen, vielleicht auch meinen YouTube-Kanal nicht kennen. Mein Name ist Julian. Ihr könnt mich gerne duzen. Vielleicht zwei, drei Worte zu mir und meiner Person. Ich bin, wie gesagt, Börsenenthusiast. Ja, jetzt schon über eine Dekade. Ich bin damals im Rahmen meines Finanzstudiums auf die Börse aufmerksam geworden. Aktuell befinde ich mich in meiner Promotion. Habe mich, wie gesagt, schon seit ja mittlerweile 10 Jahren mit der Börse auseinandergesetzt. Ich bin quasi über das Daytrading so ein bisschen an den Börsenhandel als solches herangekommen. Und vorab davon war es so, dass ich während meines Studiums ja so eine mehr akademische Herangehensweise zu der ganzen Thematik hatte und dann aber schnell gemerkt habe, dass, sage ich mal, diese Herangehensweise wenig mit der eigentlichen Praxis zu tun hat. Und dann habe ich mich abseits davon sehr viel weitergebildet, habe viel Börsenliteratur gelesen, viel auch englischsprachige Börsenliteratur und hatte natürlich, wie das immer so ist, während des Studiums relativ viel Zeit. Dementsprechend habe ich dann sehr aktiv gehandelt. Was mich aber von vornherein immer begeistert hat an der Börse, war, dass man sozusagen mit Geld Geld verdienen kann. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass man sozusagen losgelöst von seiner Zeit auch Geld verdienen kann. Ja, das war immer so das, was mich eigentlich fasziniert hat daran. Und als ich dann, ich sag mal, die ersten 2, 3 Jahre ins Land gegangen sind und ich da mal reflektiert habe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sehr, sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe und das ja eigentlich gar nicht so die Intention war, warum ich damit angefangen habe. Und dann habe ich mich irgendwann ein bisschen von dem aktiven Handel als solches, von dem Daytrading abgewandt und habe mich so ein bisschen auf die Investorenseite geschlagen. Darum soll es heute auch gehen. Wir werden hier heute eine ganz besondere Form des Investierens sozusagen vorstellen oder ich werde sie vorstellen, denn es gibt ja sehr viele Sparten im Bereich Investieren. Es gibt das Value Investing, es gibt das, was ich betreibe, das einkommensorientierte Investing und noch viele weitere. Und ich habe für mich so das einkommensorientierte Investieren dann schlussendlich sozusagen zu meinem Steckenpferd gemacht. Ich betreibe dazu einen Blog, den Sie hier auch eingeblendet finden unter www.einkommen-investor.de. Und gleichnamig gibt es auch den YouTube-Kanal dazu, der Einkommensinvestor. Und Sie können mich hier unter der E-Mail-Adresse, wie gesagt, gern außerhalb dieses Webinars, auch erreichen, wenn Sie für das nächste Webinar vielleicht eine Frage haben, die vielleicht auch ein bisschen umfangreicher ist.
So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, stelle ich immer in der Woche in der Regel 2 Videos online, in der Regel immer mittwochs und samstags. Und wie gesagt, wenn Sie da Interesse haben, sind Sie herzlich eingeladen, da einfach mal vorbeizuschauen. Ansonsten hier mein Blog. Sie können mich natürlich auch gerne über das Kontaktformular kontaktieren. Und dann von meiner Seite auch nochmal, bevor wir dann in die Thematik reingehen, ergänzen, dass das Ganze oder alles, was ich hier von mir gebe, natürlich keine Anlageberatung ist, dient lediglich zu Schulungszwecken, so wie das der Nelson auch schon gesagt hat. Und sicherlich kein Instrument, was ich hier vielleicht in der Folge vorstellen werde, eine Kaufempfehlung sein soll. Und dann, ich hoffe, es ist nicht zu spät, auch hier von meiner Seite nochmal ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021. Ich hoffe, dass das mindestens genauso spektakulär wird wie das Jahr davor. Vielleicht ein bisschen ruhiger, das ist, glaube ich, für uns alle nicht schlecht. Aber ansonsten war das wirklich ein sehr, sehr spektakuläres Börsenjahr 2020. Beginnen tue ich in der Regel immer mit einem Zitat, das so ein bisschen den Tenor des Contents hier prägt. Und das ist heute eins von Benjamin Graham, sozusagen der, ich will nicht sagen Ziehvater, aber so ein bisschen der Ausbilder von Warren Buffett, der mal gesagt hat, Geduld ist die oberste Tugend des Investors. Und genau das soll heute auch das Credo sein. Es soll alles sich um das Thema Geduld und das Investieren abspielen. Und bevor wir damit starten, möchte ich hier einmal darauf hinweisen, was ich heute so an Themen geplant habe, nämlich so einmal kurz die Agenda. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Webinarreihe und dementsprechend möchte ich hier heute den Auftakt mit sozusagen den Grundlagen beginnen. Also wir werden heute sehr, sehr viel Grundlagenarbeit machen. Ich werde einfach mal darüber sprechen, warum ich persönlich den Weg so eingeschlagen habe, was ich so als Herausforderung sehe, die wir alle haben. Ich denke, alle, die hier zuhören oder vielleicht auch zuschauen, werden mit dieser Herausforderung sozusagen konfrontiert sein. Ich möchte einen Lösungsansatz dafür bieten. Ich möchte einmal ein Stückchen weit die Abgrenzung machen. Das heißt, was ist eigentlich einkommensorientiertes Investieren? Ja, es wird ja auch immer viel von der Dividendenstrategie in diesem Rahmen gesprochen. Ja, wie kann man das Ganze eigentlich mal abgrenzen? Wo ist der Unterschied zu dem klassischen Investieren? Dann habe ich eine Grafik mitgebracht, wo man, sage ich mal, dieses Konstrukt einmal darlegt und einfach mal erklärt, wie man die Dividendenstrategie sozusagen nutzen kann, um einkommensorientiert zu investieren. Und zu guter Letzt habe ich dann 2, 3 Titel mitgebracht, die ich per se ganz interessant finde, in die ich vielleicht auch selber investiert bin, dann sage ich das natürlich und die schon so ein bisschen Richtung vorgeben, was dann, sage ich mal, im Februar und im März an Themen auf uns warten wird. Das ist erstmal so der grobe Abriss mit dem, was ich heute vorhabe und ich würde sagen, dann schauen wir einfach mal, wie wir so durchkommen. Hinten raus gern dann auch eine Fragerunde. Ich habe das dem Nelson schon gesagt, Fragen schaue ich mir am Ende an, dann werde ich schauen, dass ich alles beantwortet bekomme, wenn Fragen dabei sein sollten, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Fokus bedürfen, dann würde ich die mir vorbehalten, dass wir die quasi zum nächsten Mal mitnehmen, um das Ganze so ein Stückchen weit auch interaktiv gestalten zu können. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit einem Bild, das vielleicht nicht, erstmal nicht so spektakulär aussieht. Ich möchte mit diesem Bild zeigen oder einfach so eine kleine Anekdote erzählen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich habe mich während meines Studiums sozusagen schon immer selbstständig irgendwie ausprobiert und so verschiedene selbstständigen Tätigkeiten durchgeführt und muss auch dazu sagen, dass ich jetzt persönlich durch meine Promotion relativ spät ins Berufsleben quasi eingestiegen wäre oder auch eingestiegen bin. Und das hat natürlich so ein bisschen das Problem oder zieht so ein bisschen das Problem nach sich, wenn man Gedanken sich darüber macht, über das Thema Altersvorsorge. Und warum habe ich jetzt, sage ich mal, diesen Einkaufswagen mitgebracht? Man kann nicht genau wissen, was da drin ist, aber es sollen an dieser Stelle Pfandflaschen sein. Ich möchte einfach so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass man, wie ich finde, sehr häufig, gerade in den letzten Jahren, immer vermehrt ältere Personen in nicht nur Großstädten, auch in kleineren Städten vorfindet, die auf der Suche, sage ich mal, nach Pfandflaschen sind, um einfach diese zu Geld zu machen, weil sie wahrscheinlich früher oder später oder aus Grund von Schicksalsschlägen einfach eine schlechte Altersvorsorge, einfach damit konfrontiert sind. Und das ist mir relativ vor mehreren Jahren schon bewusst geworden und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, okay, was kann man dagegen tun, beziehungsweise wie kann man dem Ganzen begegnen?
Und bevor wir uns das anschauen, was man dagegen tun kann und wie das Ganze so von der strukturellen Problematik her eigentlich zu verstehen ist, möchte ich einfach mal zwei Fälle zeigen. Und ich habe dafür hier sozusagen einen Ausschnitt aus einer Kurzreportage von Plus Minus. Das ist die Quelle. Ja, also ich lade jeden ein, der hier heute zuschaut oder sich auch die Aufzeichnung anschaut, wirklich mal sich diese neuen, ich weiß nicht, wie lange die Reportage geht. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Beitrag, 8, 9, 10 Minuten. Die heißt, wie gesagt, die Rentenlüge ist von Plus Minus und die findet man auf YouTube. Einfach mal anschauen, da wird einem wirklich bewusst, wie, ich sag mal, problematisch es aktuell um unsere Altersvorsorge sozusagen steht. Und ich möchte einfach mal zwei prominente Beispiele nehmen, die hier vorgestellt wurden in dieser Reportage. Es ist einmal eine alleinerziehende Mutter, die quasi Vollzeit gearbeitet hat als Erzieherin. Und dann wurde sich einfach mal angeschaut, was hat diese Dame für einen Nettolohn? Also nicht Bruttolohn, sondern Nettolohn. Und der lag in diesem Fall bei 1.700 Euro netto. Und jetzt ist die Frage, auf was für eine Rente kommt sie? Und da ist sehr schön unterschieden worden, dass es eine Bruttorente gibt und eine Nettorente. Ja, das ist ja auch das, was bei dem Bescheid, den man von der Rentenversicherung bekommt, oft gar nicht so genau hervorgeht. Ist das jetzt brutto, ist das netto? Und in diesem Fall hat das ein, ich sag mal, ein Häkchen Fachmann, also der sah relativ kompetent aus und das, was er von sich gegeben hat, hat auch Sinn gemacht, ohne das jetzt wirklich beurteilen zu können, weil ich da jetzt nicht so tief im Thema drin stecke. Auf jeden Fall hat er das Ganze evaluiert und gesagt, ja, Sie haben Anspruch auf eine Rente von 1.300 Euro. Das Problem ist aber, dass diese Rente brutto ist. Das bedeutet, netto bleibt der Dame dann später 950 Euro. Euro über. Und das ergibt insgesamt, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich hier sehe, eine Differenz von 750 Euro. So, jetzt kann man sich erstmal die Frage stellen, okay, was für Möglichkeiten habe ich dann im Alter? Also entweder ich verzichte auf diese 750 Euro, das ist die eine Möglichkeit, das ist meistens schwierig. Die andere Möglichkeit ist, wie kann ich diese Rentenlücke ausgleichen? Und da werden wir später darauf zu sprechen kommen, was für Möglichkeiten wir da haben. Aber ich denke, es wird schon an diesem Beispiel klar, dass hier auf jeden Fall im Alter für die meisten von uns, sofern wir nicht privat vorsorgen, eine größere Problematik auf uns zukommt. Der zweite Fall, den ich mitgebracht habe, der kommt ebenfalls aus dieser Dokumentation. Wie gesagt, das entstammt alles der Reportage. Das ist ein Industriemechaniker, der gute 50 Jahre gearbeitet hat, ja, was ich persönlich eine Wahnsinnsleistung finde. Und ich finde eigentlich auch, dass solche fleißigen Menschen belohnt werden sollen. Wenn man sich das dann jetzt mal im Hinblick auf die Rentenproblematik anschaut, dann merkt man, dass das eigentlich kaum geschätzt wird. Denn dieser Herr hat einen Nettolohn von 2.500 Euro, laut der Reportage, und kann aber nur, und jetzt wird es wirklich spannend, kann nur 75 Euro mehr Bruttorente erwarten als die Dame davor. Und das sind unterm Strich netto sage und schreibe 990 Euro und insgesamt eine Differenz von 1.510 Euro, die wir hier vorliegen haben. Das heißt, der gute Herr hat aktuell 2.500 Euro netto und kann später mit einer Rente rechnen, netto von 990 Euro. Und ich denke, hier wird nochmals klar, dass es wirklich ein grundlegendes Problem ist, was hier vorherrscht und dafür brauchen wir natürlich final eine Lösung. Ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht aus der FAZ, um das Ganze dann auch langsam abzuschließen, die da mal getitelt haben, dass die Standardrente sich ungefähr brutto, und das ist hier das Wichtige in diesem Bereich oder das Wichtige, die Leute, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich immer so ein Zeichenwerkzeug dabei habe. Brutto ist hier das Entscheidende. Das heißt, es sind 1.287 Euro brutto oder 1.187 brutto. Und ungefähr, wenn man sich der Reportage oder der Reportage Glauben schenken mag, dann gehen davon circa 30% Pi mal Daumen runter. Und dann landet man ungefähr bei dem, was hier auch zum Beispiel in der Bild getitelt wurde, dass man circa mit 900 netto Rente rechnen kann im Alter. Und das ist natürlich etwas, was ein Stück weit erschreckend ist und umso eher man sich damit auseinandersetzt, umso besser kann man schlussendlich da auch Vorsorge treiben. Hier einmal das
oder die Altersabsicherung im Drei-Säulen-System, so wie das bei uns in Deutschland ist. Wir haben so die gesetzliche Altersvorsorge als grundlegenden Posten. Wir haben in der Mitte die betriebliche Altersvorsorge, ja, je nachdem, hängt immer natürlich sehr individuell ab mit dem jeweiligen Arbeitsverhältnis, in dem man sich befindet. Und man hat zu guter Letzt die private Altersvorsorge und um die soll es hier heute zumindest in Teilen gehen. Ich mag mal oder ich wage mal, mich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und glaube, dass vielleicht die private Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung gewinnen wird und die gesetzliche Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung verlieren wird, sodass wir vielleicht sogar irgendwann mal eine umgekehrte Pyramide hier erwarten können, sodass die gesetzliche Altersvorsorge wirklich nur die Grundlagen abdeckt. Ich glaube, das ist mittlerweile schon relativ schwer. Und dementsprechend möchte ich dann hier die Einleitung sozusagen beenden mit einem Bild, was zeigen sollte, dass es durchaus wichtig ist, dass wir das Steuer für unsere Vermögensplanung selbst in die Hand nehmen sollten. Und das ist so ein bisschen das, wo sich dann am Ende der Kreis schließt, womit ich angefangen habe. Das ist das, was mir quasi bewusst geworden ist oder die Probleme, die ich gesehen habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich das Ganze angehen? Wie kann ich hier eine Lösung zu finden, ohne dass ich, sage ich mal, aktiv jedes Mal aufs Neue handeln muss, also aktive Handelsentscheidungen treffen muss, wie es beim Daytrading oder bei der aktiven Geldanlage der Fall ist. Wie kann ich das Ganze wie eine Art Rente aufbauen? Und da kommt dann schlussendlich das einkommensorientierte Investieren zum Tragen. Und deswegen möchte ich hier einmal beginnen. Wir haben zwei Möglichkeiten, das Investieren zu betreiben. Wir haben einmal die Möglichkeit, sozusagen als Kursgewinninvestor aufzutreten. Und wir haben die Möglichkeit, das, was ich gerade sozusagen schon ein bisschen habe durchklingen lassen, den Einkommensinvestor sozusagen als Favorit zu wählen. Das ist das, was ich zum großen Teil betreibe. Ich möchte jetzt aber das Ganze einmal ganz grundsätzlich abgrenzen. In der Regel ist es so, dass der Kursgewinninvestor ein Differenzgeschäft tätigt. Ein Differenzgeschäft ist relativ simpel. Wir versuchen, ich nehme mal eine andere Farbe, dass man es besser sieht, wir versuchen möglichst weit oder möglichst tief zu kaufen und versuchen möglichst hoch zu verkaufen. Und die Differenz ist sozusagen unser Gewinn, ja, oder unser Profit, unsere Rendite, wie immer man das sozusagen nennen möchte. Das Problem ist jetzt hierbei, dass wir das natürlich immer wieder aufs Neue machen müssen. Ja, also wir müssen immer wieder Situationen identifizieren, Situationen uns herausarbeiten, wo wir immer wieder diese Rendite machen können. Ja, das heißt, wir sind immer wieder aktiv am Arbeiten, dass ich das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich sehr viel Zeit vor dem Rechner einfach verbracht habe, um diese Situationen für mich herauszuarbeiten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir diese Situation natürlich durch ein bestimmtes Stockpicking erarbeiten müssen. Das bedeutet, wir müssen immer die nächste heiße Aktie auf dem Schirm haben. Wir müssen vielleicht eine Strategie im Future-Bereich auf dem Schirm haben, wie auch immer. Das heißt, wir müssen immer Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sind natürlich letztendlich auch fehleranfällig, weil hier ist natürlich immer grundlegend wichtig, dass ich auch einen positiven Erwartungswert habe, also dass ich eine Strategie habe, die schlussendlich auch einen positiven Erwartungswert aufweist. Dann ist es so, dass ich darüber hinaus letztendlich auch Market Timing betreiben muss. Das heißt, ich muss zur richtigen Zeit die richtige Aktie haben und am besten auch noch zur richtigen Zeit oder zur bestmöglichen Zeit verkaufen, damit ich schlussendlich auch eine positive Performance, eine positive Rendite einfahren kann. Das sind alles so ein bisschen die Herausforderungen, die quasi ein Kursgewinninvestor schlussendlich hat. Und dann ist etwas, was man auch nicht vergessen darf, das ist nicht nur an der Börse so der Fall, aber wir haben ein asymmetrisches Kurs-Gewinn-Verhältnis beziehungsweise Gewinn-Verlust-Verhältnis. Das bedeutet, wenn, und das ist mir zum Beispiel zu Beginn meiner Karriere auch mal passiert, wenn man sein Konto, ja, ich sag mal so, in die falsche Richtung handelt, sodass man vielleicht 50% von seinem Konto mal verloren hat, dann reicht es nicht, dass ich 50% Gewinn mache, sondern ich muss dann 100% Gewinn machen. Das bedeutet, wenn ich halt falsche Entscheidungen treffe, sozusagen Geld verliere, das vielleicht auch noch mit einer schlechten Strategie mache, dann führt mich das unweigerlich in eine Abwärtsspirale. Und das sind alles
Sachen, die ich grundsätzlich nicht ablehne. Ich selber bin auch noch mit bestimmten Strategien oder mit systematischen Handelsstrategien am Markt aktiv. Wer da sich für interessiert, kann, wie gesagt, gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da stelle ich auch viele dieser Strategien vor. Aber das Größte meines Vermögens investiere ich mittlerweile relativ passiv, damit ich mich möglichst wenig mit diesen Fallstricken sozusagen auseinandersetzen muss. Kommen wir jetzt zum Einkommensinvestor. Das heißt, hier kann man jetzt einmal ganz klar differenzieren, was ist das Ziel eines Kursgewinn-Investors. Der hat das Ziel, in der Regel ein größtmögliches Portfolio sich aufzubauen, also einen möglichst hohen Portfolio-Gegenwert zu erzeugen, ja, also durch Kursgewinne eine immer größere Rendite zu erwirtschaften. Bei einem Einkommensinvestor oder bei einem einkommensorientierten Investieren ist das nebensächlich, sondern hier geht es vielmehr darum, einen monatlichen Cashflow zu erzeugen. Ja? Einmal geht es darum, sage ich mal, absolut vermögend zu sein, also einen größtmöglichen Kontostand zu erzeugen. Hier geht es darum, ein größtmögliches monatliches Einkommen zu generieren. Ja, das ist der grundlegende Unterschied bei der Vorgehensweise oder ich sage mal so bei der Denkweise. Damit muss man einfach sich ein bisschen auseinandersetzen und die Herangehensweise dahinter verstehen. Dann ist es so, dass wir den klassischen Buy-and-Hold-Ansatz erkennen. Das heißt, wir investieren, halten die Position sehr lange und irgendwann oder vielleicht gar nicht verkaufen wir diese Position wieder. Bei dem Ansatz, den ich verfolge, ist das eher so ein Buy and Take. Das heißt, wir kaufen, haben auch hier die Bestrebung, am besten die Aktie nie wieder zu verkaufen, aber nicht, weil wir einen größtmöglichen Kursgewinn erzielen wollen, sondern weil wir einen größtmöglichen zum Beispiel Cashflow erzeugen wollen. Und das Ganze ähnelt dann wie einem Eigentümerlohn. Das bedeutet, man kann sich das, und da bringe ich immer so ein bisschen das Beispiel von der Immobilie, vielleicht ist der ein oder andere hier auch im Immobiliengeschäft tätig und hat vielleicht eine Eigentumswohnung oder sogar ein Mehrfamilienhaus, das er vielleicht vermietet. Da funktioniert das Ganze ja ähnlich. Das heißt, man hat ein Objekt, was man sich gekauft hat oder vielleicht über die Bank finanziert hat, vermietet das an einen entsprechenden Mieter, der zahlt dadurch die Miete und ich erhalte dadurch sozusagen einen Cashflow. Und das funktioniert hier an der Börse ganz ähnlich. Der Vorteil hier an der Börse ist aber, dass wir nicht so große Summen benötigen, um damit starten zu können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und das ist sozusagen der Nachteil daran, in der Regel gibt einem aber auch keine Bank einen Kredit, um an der Börse Geld aufzunehmen auf Kredit, um damit dann schlussendlich Aktien zu kaufen. Das sehen die Banken zumindest meiner Erfahrung nach nicht so gern. Aber bei einer Immobilie sind sie da immer sehr gewillt, das zu machen, weil sie sich dann in der Regel ins Grundbuch eintragen lassen und dann so ein bisschen Gegenwert sozusagen dementsprechend haben. Das Interessante bei Unternehmen, die regelmäßig und auch entsprechend kontinuierlich Ausschüttung tätigen an uns Investoren, ist so ein bisschen der Vorteil, dass diese Unternehmen mehr im Sinne der Anleger handeln, ja, weil sie vielleicht auch bekannt dafür sind, dass sie zum Beispiel Dividenden ausschütten, Dividenden zahlen. Und Unternehmen, die das machen, verpflichten sich ja auch ein Stück weit dem Investor gegenüber, das auch vielleicht in der Zukunft fortzuführen. Das heißt, hier kommt es auch auf, ich sage mal nicht wirklich besondere, aber schon auf eine entsprechende Auswahl an Unternehmen an, die hier vielleicht irrelevant werden für solch ein Vorgehen. Aber es gibt auch Unternehmen, die besonders relevant dafür werden. Wir werden uns am Ende auch noch ein paar Unternehmen anschauen, sodass man schon mal so eine grobe Richtung hat, in was oder um was es hier zukünftig gehen wird. Dann ist es so, dass Unternehmen, sage ich jetzt mal, die in der Lage sind, eine Dividende zu zahlen oder generell eine Ausschüttung zu tätigen, das sind in der Regel etablierte Geschäftsmodelle. Das ist auch relativ einfach zu erklären. Man muss sich ja vorstellen, wenn eine Ausschüttung getätigt wird, dann verliert verliert das Unternehmen sozusagen Cash oder Cashflow. Das wiederum fließt zu uns Investoren, ist aber nicht mehr in dem
wie soll ich das sagen, ist nicht mehr in dem Bereich des Unternehmens, also Sie können darüber nicht mehr verfügen, bedeutet also, Sie können das auch nicht mehr für Reinvestitionen nutzen. Das wiederum macht ja nur Sinn, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, bei dem ich vielleicht wenig Innovationen tätigen muss, wo vielleicht die verschiedenen Abläufe sich immer wieder wiederholen, wo ich vielleicht wenig technische Innovation habe. Das heißt, hier kann es schon oder geht es schon in eine Richtung, dass bestimmte Geschäftsmodelle oder ja, bestimmte Geschäftsmodelle von verschiedenen Unternehmen mehr oder weniger geeignet sind. Kommen wir aber auch noch später drauf zu sprechen. Und das Interessante hierbei ist, dass solch etablierte Geschäftsmodelle in der Regel natürlich auch weniger volatil sind. Das heißt, man kann hier per se davon ausgehen, dass solche Unternehmen wahrscheinlich nicht die nächste Kursrakete werden oder sein wird. Aber das ist ja auch, wie wir gelernt haben, gar nicht das Ziel, sondern wir möchten nicht die neueste Tesla-Aktie in unserem Portfolio haben, sondern wir möchten eine Aktie haben, die wie ein Mieter fungiert, der uns einfach regelmäßig unsere Dividendenzahlung zum Beispiel auf unser Konto überweist. Der Vorteil, den wir hier haben, neben natürlich, sage ich jetzt mal, auch verschiedenen Nachteilen, das ist klar, auch das einkommensorientierte Investieren ist ganz logisch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wir haben hier die Möglichkeit, das Cash, was sozusagen auf unser Konto kommt, ja, je nachdem, wie man sein Portfolio aufgebaut hat, auch das wird noch Thema sein in den nächsten Webinaren, haben wir die Möglichkeit, monatlich Cash aus unserem Konto oder von unseren Investitionen zu beziehen und diese wiederum können wir natürlich logischerweise unterjährig auch wieder anlegen. Ja, dadurch können wir ein bisschen den Zinseszinseffekt beschleunigen und wir haben immer die Möglichkeit, mit diesem Cash auch unsere Anlagestrategie zu adjustieren, weil es ist ja nicht so, dass wir ja die kompletten Positionen vielleicht auflösen müssen, sondern dadurch, dass immer ratierlich neue Zahlungsströme auf unser Konto können wir natürlich damit auch anfangen, das Schiff sozusagen in verschiedene Richtungen oder in neue Richtungen zu lenken. Dann ist es so, dass wenn man sich verschiedene Zeiträume anschaut, es teilweise so ist, dass Dividenden bis zu 50% der Gesamtperformance ausmachen. Das unterschätzt man sehr häufig, ist aber so, wenn man sich ja, verschiedene Zeitraum und Untersuchungen hierzu anschaut. Es ist auch so, dass, wie gesagt, dadurch, dass die Geschäftsmodelle ja etabliert sind, weniger schwanken, also die Unternehmen, die sozusagen ausschüttungsstark agieren, also Dividendenzahlungen in dem Fall regelmäßig tätigen, das sind in der Regel auch die Unternehmen, die weniger schwanken als der Gesamtmarkt. Das ist auch eine Untersuchung, die man sich anschauen kann, um sozusagen weitere Vorteile des einkommensorientierten Investieren hier herauszuarbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass wir gerade in der Ansparphase immer wieder nachkaufen, haben wir auch die Möglichkeit, unsere Kursschwankungen, die wir ja zwangsläufig an den Märkten haben, zu nutzen, um sozusagen unsere Dividendenrendite gerade in fallenden Märkten immer ein Stückchen weiter nach oben zu schrauben und diese dadurch auch zu erhöhen. Und zu guter Letzt die psychologische Komponente, die ich auch als Vorteil nennen möchte, denn wir erhalten sofort sozusagen eine Belohnung. Das funktioniert nicht so wie bei einer Versicherung, dass wir erstmal irgendwelche Bedingungen erfüllt haben müssen und am Ende des Tages zahlt die Versicherung dann doch nicht. Hier ist das wirklich so, dass wir, sofern wir die Aktie rechtzeitig erworben haben, also im deutschen Fall vor der Hauptversammlung, sind wir dementsprechend auch Dividenden berechtigt. Dass wir, wie gesagt, den Zinseszinseffekt sozusagen hier für uns nutzen können durch die unterjährige Wiederanlage, habe ich ja auch schon erwähnt. Nachteile, und das muss man natürlich auch sagen, die Dividendenzahlungen sind schlussendlich oder werden schlussendlich vom aktuellen Kurs abgezogen. Das bedeutet, die Dividende wird am Tag der Zahlung ex Dividende gehandelt. Das heißt, die Dividende geht vom Kurs runter und dementsprechend fällt der Kurs um den Anteil, wie Dividende gezahlt wird. Das heißt, das Ganze, also das Geld muss schlussendlich auch verdient werden. Und das darf man auch nicht außen vor lassen. Die Dividende muss, sofern sie auf unser, also sofern wir die Dividende beziehen, muss sie natürlich logischerweise auch versteuert werden. Ja, das heißt,
Wenn wir jetzt Buchgewinne haben und die laufen lassen, meines Wissens nach, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, muss man die, sofern es Buchgewinne sind, erstmal nicht versteuern. Wenn aber die Dividende auf das Konto fließt, dann sind sie auf jeden Fall steuerpflichtig. Wie gesagt, auch hier Risikohinweis, ich bin kein Steuerberater, sondern gebe das Ganze hier nur nach meinem besten Wissen und Gewissen weiter. Das erstmal so als wirklich grundlegende Abgrenzung. Kursgewinninvestor, ja, was ist das Ziel? Einen höchstmöglichen, ich sag mal, Kontostand, platt gesagt, zu erreichen. Einkommensinvestor, der Kontostand ist erstmal sekundär. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn wir einen hohen Kontostand haben, aber was uns viel mehr interessiert, ist, dass wir ein höchstmögliches Einkommen erreichen, mit dem wir dann zum Beispiel so etwas wie die Rentenlücke, die wir uns ja vorhin angeschaut haben. Ich erinnere an die alleinerziehende Mutter oder an den Industriemechaniker, die eine relativ hohe Rentenlücke aufzuweisen haben, dass man mit diesen Zahlungen sozusagen, mit dem einkommensorientierten Investieren, diese Lücken sozusagen füllen kann. Jetzt möchte ich das Ganze auch nochmal grafisch ein bisschen darlegen, bevor wir dann in das Konstrukt der Dividendenstrategie gehen. Ganz grundsätzlich ist es so, jetzt können wir weitermachen. Also ganz grundsätzlich betrachtet, wir haben hier einmal die Anspar- und die Entsparphase. Das ist das, was ich jetzt hier einmal verdeutlichen möchte. Es soll darum gehen, wenn man zum Beispiel etwas für seine Altersvorsorge tun möchte, dann hat man ja, wie wir gerade ja gesehen haben, die Möglichkeit, zum Beispiel einkommensorientiert zu investieren. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, also möglichst viel Vermögen aufzubauen und dann später einmal davon zu zehren. Und das Ganze möchte ich hier einmal grafisch darstellen. Die eine Möglichkeit ist, wir werden hier geboren. Je nachdem, ich sag mal jetzt, aus welchen sozialen Schichten man kommt, startet man vielleicht bei Null. Vielleicht startet man auch mit einem kleinen Plus, bekommt was zur Geburt geschenkt oder wie auch immer. Ich sag mal, wir starten jetzt nicht ganz bei Null, sondern wir haben hier so ein bisschen was. Dann ist das in der Regel immer relativ parallel, so Kindergarten, Schulzeit. Dann irgendwann geht man vielleicht Zeitung austragen und dann irgendwann hat man vielleicht irgendwie einen Nebenjob und dann fängt an, sage ich mal, das Vermögen immer so ein bisschen zu steigen, dann fängt man an zu arbeiten, das Vermögen steigt immer mehr, wir legen immer mehr zur Seite, aber gleichzeitig werden wir natürlich auch immer älter, ja, wir haben immer mehr Geld, aber wir werden immer älter und irgendwann sozusagen gehen wir in Rente, so, und dann hört das Ganze auf, wir sind sozusagen hier angekommen, haben das hier alles an Vermögen angehäuft, sagen wir jetzt mal, ich glaube, beim aktuellen Stand sind wir jetzt hier so bei 67 Jahren. Wäre das jetzt hier, zack, 67 Jahre und dann würde man in Rente gehen. Und dann wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, das ist wie gesagt rein fiktiv jetzt, wir hätten vielleicht eine Rentenlücke von vielleicht 1.000 Euro. Das bedeutet, wir müssten von unserem Vermögen jeden Monat 1.000 Euro herausnehmen, um diese Rentenlücke sozusagen zu füllen. Und das führt natürlich logischerweise dazu, dass wir auch weiter immer älter werden, aber auch unser Vermögen mit unserem Alter immer mehr sinkt. Ja, immer mehr sinkt. So. Das ist jetzt ja erstmal von der Theorie her, ist das ja ganz, ganz, ganz schmackhaft und macht auch irgendwie Sinn. Ich sag mal so, das grundlegende Problem ist, wenn wir noch zu viel, das hört sich jetzt bizarr an, aber wenn wir noch zu viel Lebenszeit überhaben und noch zu wenig Geld, ja, dann wird das Ganze ein Problem. Kein Problem ist es, wenn wir noch viel Geld überhaben, aber wenig Lebenszeit, weil das können wir ja sozusagen dann zum Beispiel vererben. Ja, ist die eine Möglichkeit. So. Von der Theorie her, wenn man das jetzt so plant, und es gibt da auch ganz verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen zu, es gibt zum Beispiel eine Studie, die, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber es gibt eine Studie, ich glaube, die ist aus Amerika, die besagt, dass wenn man ungefähr 4% seines Portfolios entspart, jährlich, wohlgemerkt jährlich, dann ist die Möglichkeit hier in diesem Bereich sozusagen bankrott zu gehen, nicht unmöglich, aber sie ist sehr, sehr klein. Ja, also wenn man ungefähr per anno 4% entspart, dann könnte man sich jetzt das mal ausrechnen, wenn ich im Monat 1.000 Euro brauche, im Jahr sind das 12.000 Euro sozusagen netto, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel Geld brauche ich, bevor ich hier in Rente gehe sozusagen
um mir jährlich nicht mehr als 4% aus meinem Portfolio herauszunehmen, damit ich die Wahrscheinlichkeit, sozusagen pleite zu gehen, ja, mehr oder weniger gegen Null läuft. So. Jetzt ist aber eine Sache, die man bei dieser Konstellation auf jeden Fall beachten sollte. Und das ist das sogenannte Rendite-Reihenfolgerisiko. Das Rendite-Reihenfolgerisiko einfach erklärt, oder kann man so ungefähr sich überlegen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ja mit 67 uns hier oben befinden, Vermögen lassen wir jetzt einfach mal weg, es ist ja auch eigentlich völlig egal, aber wir befinden uns hier an diesem Hochpunkt unseres Vermögens und jetzt passiert so etwas wie das, was wir quasi jetzt im letzten Jahr gesehen haben, ja, so Thema Pandemie oder irgendeine andere wirtschaftliche Situation, die dazu führt, dass die Aktienmärkte extrem unter Druck geraten, vielleicht fallen. Und dann haben wir ja folgendes Problem. Den Aktienmärkten oder den Börsenmärkten ist es ja völlig egal, dass wir jetzt 67 Jahre alt sind und wir jetzt in Rente gehen. Die steigen ja nicht oder fallen ja nicht, weil wir das Geld jetzt brauchen, sondern die machen das, was sie eh immer machen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir haben aber ein Problem, weil wir sind ja davon abhängig, wie viel wert unser Vermögen an der Börse ist. So, weil wenn zum Beispiel die Aktienmärkte gerade stark gefallen sind, so wie wir das letztes Jahr ja gesehen haben, dann müssen wir ja logischerweise, wenn wir 1.000 Euro benötigen, um unsere Rentenlücke zu füllen, viel mehr Anteile verkaufen, als wir das eigentlich geplant hatten. Ja, das bedeutet, diese Kurve, die ich hier gezeigt habe, die geht vielleicht dann auf einmal so steil. Und das ist dann sozusagen das Rendite-Reihenfolgerisiko, dass wir halt viel schneller unser Geld verbraucht haben, als wir das eigentlich theoretisch geplant haben. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, dann baue ich nochmal einen extra Puffer ein und versuche das nochmal anders abzusichern und so weiter und so fort. Das kann man sicherlich alles machen. Ich persönlich finde eine viel smartere Herangehensweise, wie gesagt, nicht auf den möglichst hohen Portfoliowert zu schielen, sondern vielleicht ähnlich hier das Portfolio aufzubauen. Vielleicht kommen wir mit der Strategie, die ich jetzt zeige, ein bisschen niedriger bei raus. Vielleicht landen wir nur hier. Aber beim einkommensorientierten Investieren, beim Eintritt in das Rentenalter ist es so, dass wir nicht, ganz wichtig, nicht die Substanz verzehren, sondern von den Ausschüttungen leben. Und wir haben ja die Möglichkeit, zum Beispiel eine durchschnittliche Dividendenrendite uns über die Zeit zu erarbeiten von 4,5%, von 4 bis 5%. Das kann man ja machen. Und dann ist es so, dass wir regelmäßig unsere Ausschüttung erhalten, unser Kapitalstock aber mehr oder weniger weiterhin parallel läuft, das heißt nicht mehr steigt, aber wir auch nicht unsere Substanz, also unser angespartes Geld sozusagen verkonsumieren und dementsprechend verzehren. Das ist sozusagen die andere Möglichkeit. Ja? Und das ist die Möglichkeit, die ich eigentlich per se viel interessanter und viel smarter finde, weil man auch da, wie ich ja gesagt habe, auf dem Weg dorthin sozusagen schon belohnt wird, weil man immer mal wieder schon Dividendenzahlungen quasi bekommt und sich damit immer mal wieder neu orientieren kann, ob man es sozusagen in den Kreislauf zurückgibt, also reinvestiert, kommen wir gleich zu, oder grundsätzlich verkonsumiert. Aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Das erstmal so als Gegenüberstellung der Ansparphase bzw. der Endsparphase. Und vielleicht, um das Ganze auch nochmal fachlich hier sauber abzugrenzen, das können wir hier auch nochmal kurz machen. Diese Phase hier bis zum Entsparen ist die sozusagen die sogenannte Ansparphase, also die Akkumulationsphase, und die Phase hier, wo wir das Geld rausnehmen, ist die sogenannte Distributionsphase, also die Endsparphase. Da fangen wir sozusagen an, das Ganze zu verzehren. Es sei denn, wir haben hier sozusagen eine einkommensorientierte Strategie, die von vornherein darauf aufgebaut ist, dass wir vielleicht schlussendlich einen niedrigeren Kontostand haben, aber dafür halt nicht Gefahr laufen, unsere Substanz zu verzehren. Vor dem ist man natürlich grundsätzlich nie gefreit. Es kann immer irgendwas passieren. Das ist klar. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr mehr als deutlich gesehen. Nichtsdestotrotz ist hier die Möglichkeit gegeben, das Ganze auch vielleicht später an seine Nachkommen gegebenenfalls zu vererben und das wiederum dann weiter für sich arbeiten zu lassen, das Portfolio, sodass es auch grundlegend vom Zinseszinseffekt
immer weiter wachsen kann. Da möchte ich einmal auf das Thema Dividende zu sprechen kommen. Ja, was ist das eigentlich? Das ist ganz grundsätzlich oder ganz einfach hier eine Definition von börse.ard.de. Der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Das bedeutet, Dividende ist nicht gleich Gewinn, sondern der Gewinn umfasst noch mehr Komponenten, aber es wird ein Teil sozusagen davon ausgeschüttet in Form von Dividenden. Ja, also das bedeutet nicht, wenn ein Unternehmen Dividende zahlt, dass die 100% der liquiden Mittel sozusagen oder des Gewinns ausschütten, sondern die können trotzdem Rücklagen bilden und reinvestieren in das Geschäft, sofern das nötig ist. Aber einen Teil können sie auch, sofern sie das denn möchten, in Form der Dividende ausschütten. Jetzt kommen wir zum Thema Dividendenstrategie. Und bei der Dividendenstrategie ist es so, und da werden wir im zweiten Teil drauf zu sprechen kommen, dass es wirklich unzählige Varianten und Möglichkeiten der Dividendenstrategie gibt. Ich finde es mal witzig, wenn ich so von der Dividendenstrategie höre, ja, der eine macht die Dividendenstrategie, der andere macht nicht die Dividendenstrategie. Und grundsätzlich ist es wirklich so, dass es unzählige Varianten und Möglichkeiten gibt, sich dem Ganzen zu nähern. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Teilen jede Richtung hier einmal beleuchten, sodass ihr wirklich vollumfassend das auch seht. Und zu guter Letzt werde ich natürlich auch mal zeigen, wie ich das Ganze handhabe. Vorweg kann ich gleich sagen, ich bin da sehr diversifiziert unterwegs. Also ich bediene mich verschiedenen Segmenten der Dividendenstrategie, um mich einfach möglichst breit aufzustellen. Ich muss auch sagen, dass die Dividendenstrategie halt nur eine Möglichkeit des einkommensorientierten Investierens ist. Ja, also die Dividendenstrategie in diesem Fall zeigt uns einfach nur, dass wir zum Beispiel über Aktien Dividenden beziehen können. Ich selber habe zum Beispiel auch mehrere Wohnungen, die ich sozusagen gekauft habe und jetzt vermiete. Das ist schlussendlich auch einkommensorientiertes Investieren, nur halt nicht im Rahmen der Dividendenstrategie, sondern mit Immobilien. Oder ich zeige zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Kanal, wie man das Ganze zum Beispiel mit Peer-to-Peer-Krediten machen kann. Ja, dass man zum Beispiel Geld verleiht an andere Privatleute und darüber Zinsen generiert. Das ist quasi auch einkommensorientiertes Investieren, hat aber überhaupt nichts mit der Dividendenstrategie zu tun. Also hier einfach mal die Begrifflichkeiten sozusagen ein Stück weit auseinander zu klamüsern. Dann schauen wir uns mal das Grundgerüst an. Wie ist das Ganze so visuell zu verstehen, wie funktioniert das Ganze? Ich habe ja davon gesprochen, dass wir uns hier eine Art, Rente erarbeiten wollen, eine Art Sofortrente, die eben dann schlussendlich, ist es ja eine private Vorsorgemöglichkeit, die sozusagen die Rentenlücke als solches schließt. Das heißt, das muss natürlich auch ein Stück weit passiv fungieren, weil wir uns nicht mehr aktiv, zumindest nicht, wenn wir das Ganze aufgesetzt haben, damit auseinandersetzen möchten. Das ist ja das, was ich zu Beginn gesagt habe, ich habe am Anfang sehr viel Zeit damit verbracht, damit das Geld aktiv zu verwalten. Versuche heute, wie gesagt, das wirklich auf ein Minimum runterzuschrauben, um einfach auch so ein bisschen, das einfach ein bisschen zu passivisieren. Und das kann man hier machen, indem man zum Beispiel eine Sparrate nutzt. Also Sie haben zum Beispiel oder ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Sparrate auf das FX Flat Depot zu überweisen. Das könnt ihr zum Beispiel mit einer ganz normalen Überweisung machen, vielleicht mit einer Terminüberweisung, dass zum Beispiel jeden Monat auf das Konto eingezahlt wird und dann habt ihr die Möglichkeit, von dem Depot aus dann die entsprechenden Titel zu kaufen. Wie man hier verschiedene Titel auswählt, beziehungsweise ich korrigiere mich, wie ich Titel auswähle, werde ich auch noch zeigen, auf welche Kennzahlen ich dabei achte, welche Kennzahlen ich vielleicht außen vor lasse. Ob ich mit dem Chart arbeite, ob ich nicht mit dem Chart arbeite, werden wir alles noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja einfach nur mal so ganz grundsätzlich als einleitendes oder Eröffnungswebinar hier einfach mal, wie gesagt, diese Grafik mitgebracht, dass man sich hierbei anschaut, ja, wie gesund sind die Titel, in die ich investieren möchte. Da geht es natürlich einmal darum zu schauen, okay, aus welcher Branche stammen diese Titel? Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, nicht jede Branche eignet sich dafür. Ist es ein Renditeunternehmen? Ja, auch das ist wichtig zu klären. Ist es, welche Kennzahlen spielen hier eine Rolle und dann natürlich entsprechend die Kennzahlen auch an dem vorliegenden Unternehmen sozusagen abzuarbeiten, das einfach mal zu beleuchten. Und dann habe ich vielleicht relativ schnell auch mal 10, 20 Unternehmen zusammen, vielleicht auch mehr. Das hängt so ein bisschen auch mit der Kontogröße zusammen. Dann erstelle ich mir eine Watchlist, also einfach eine Liste mit potenziell interessanten
Kandidaten, die ich für meine individuelle Dividendenstrategie nutzen möchte. Und wenn dann, sage ich mal, der oder die Zeit reif ist, treffe ich dann die Kaufentscheidung. Das heißt, ich kaufe den Titel, ich buche den Titel sozusagen zum Beispiel mein FX Flat Depot ein. Und dann geht es darum, die bestehenden Titel natürlich immer zu monitoren. Dafür schaue ich mir an, okay, was kommen so für News raus? Ja, hat sich hier irgendwas grundlegend verändert? Ich muss hier ganz klar auch dazu sagen, ich bin niemand, der wirklich sich bei allen seinen Unternehmen jetzt jede News anschaut, sondern ich halte das relativ entspannt. Ich werde auch dazu vielleicht nochmal oder darauf zu sprechen kommen, warum ich das Ganze nicht so akribisch oder einfach der Meinung bin, dass man das nicht so akribisch verfolgen muss. Das hängt einfach auch ein bisschen damit zusammen, wie das Portfolio schlussendlich strukturiert ist. Ja, auch da ganz wichtig, dass man halt keine Klumpenrisiken bildet. Was natürlich grundlegend wichtig ist, das ist klar, das ist wie bei den Immobilien auch, Thema Dividendenpolitik. Also wenn zum Beispiel eine Aktie aufhört, die Dividende zu zahlen, die vielleicht streicht, vielleicht kürzt, da muss man wirklich genau hinschauen, okay, was ist der Grund? Ist das vielleicht nur temporär? Traue ich dem Unternehmen zu, ja, in der nächsten Zeit auch wieder Dividende zahlen zu können? Weil schlussendlich ist es ja wie bei einem Mieter, ja, wenn der Mieter auf einmal die Miete nicht mehr zahlen kann, muss ich natürlich nachfragen, warum wird die Miete nicht mehr gezahlt und dann eine Lösung finden oder aber in dem Fall vielleicht auch, wenn das absehbar ist, dass die Dividende auch in Zukunft nicht mehr gezahlt wird, dann wird die Position schlussendlich einfach verkauft, liquidiert und es wird wiederum geldfrei, cashfrei. Denn es kann ja sein, dass ich mit dem Unternehmen trotzdem vielleicht einen Kursgewinn erzielt habe. Vielleicht habe ich auch einen Kursverlust erzielt. Fakt ist auf jeden Fall, dass Cash frei wird. Das wiederum steht mir zur Verfügung und ich kann damit wiederum neue Titel von meiner Watchliste kaufen. Gleichzeitig fängt an, ein weiterer Arm hier zu wachsen, nämlich hier das Thema Cashflow durch die Dividendenzahlung, denn mein Dividendenportfolio fängt an, Cash zu generieren, weil einfach Dividenden entstehen. Und so fängt es an, dass wir mittlerweile mehrere Ströme haben, die hier in das Portfolio Geld hineinbringen. Das ist einmal die exogene Sparrate, die quasi von meinem Konto, vielleicht von meinem Gehalt oder von meinem Ersparten runtergeht. Auch da sind unzählige Herangehensweisen denkbar, dass man das vielleicht erstmal sammelt, einmal quartalsweise überweist, dass man monatlich überweist, wie auch immer. Die andere Möglichkeit ist, dass ich Cash erzeuge durch Käufe beziehungsweise durch Verkäufe von Unternehmen, die einfach nicht mehr interessant sind oder aber auch durch die eigentliche Dividende, die hier gezahlt wird. Das heißt, diese drei Komponenten fangen, sobald ich dieses System ins Rollen gebracht habe, an, Geld für mein Depot zu generieren. Und dann habe ich die Entscheidung, das Geld gerade in der Ansparphase, also in der Akkumulationsphase, logischerweise wieder zu reinvestieren, damit die Dividenden immer größer werden. Und wenn ich mich in der Distributionsphase befinde, dann fange ich logischerweise damit an, das Geld gegebenenfalls zu verkonsumieren, vielleicht um meine Krankenkasse damit, Krankenkassenbeiträge damit zu zahlen, mein Essen zu zahlen, meine Miete, was auch immer. Vielleicht bin ich auch in der Lage, relativ schnell vermögend zu werden, sodass ich auch einfach genug Geld beiseite habe, um vielleicht auch gänzlich auf eine aktive Beschäftigung zu verzichten, um einfach von meinen Dividendenerträgen schlussendlich leben zu können. Auch diese Option kann man sich natürlich vorstellen. Das soll es so zu dem Konstrukt Dividendenstrategie erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, wir werden auf die unterschiedlichen Ausprägungsformen nochmal zu sprechen kommen. Das ist jetzt aber für das erste Webinar, denke ich, ein bisschen zu viel. Das werde ich mir für die nächsten Webinare dann aufheben und möchte jetzt gerne hier nochmal final 2, 3 Titel vorstellen, damit man schon mal eine grobe Richtung hat, was für Unternehmen hier für die Dividendenstrategie ganz grundsätzlich interessant sind. Und da habe ich, ja, die Leute, wie gesagt, die mich schon länger verfolgen oder vielleicht auch von meinen YouTube-Videos kennen, die wissen, dass so meine Lieblingsaktie die Coca-Cola-Aktie ist. Ich bin lange schon Coca-Cola-Aktionär, konsumiere auch selber sehr gern die Cola Zero. und ja, habe hier einfach mal den Chart mitgebracht. Was hier auffällt bei der Coca-Cola-Aktie, wir haben hier ganz, ganz grundlegend, wenn man sich das mal anschaut, einen aufwärts tendierenden Markt. Wir haben hier natürlich, ja, hier sind relativ starke Rücksätze, aber das haben wir aktuell ja gefühlt in jedem Wert zu sehen. Da ist auch die Coca-Cola-Aktie nicht von gefreit. Was auffällig ist bei der Coca-Cola-Aktie, dass sie aktuell
seit dem Pandemieeinbruch hier kein neues Hoch gemacht hat, sondern sich aktuell sogar im Rückgang befindet. Und da ist so die Situation, dass ich dann immer mal schaue, okay, wo liegt denn aktuell die Dividendenrendite? Ich kann das ja hier schon mal vorwegnehmen. Die Dividendenrendite liegt hier aktuell bei 3,36%. Und das ist für mich persönlich jetzt noch nicht allzu interessant, aber wenn die so Richtung 4% gehen sollte, dann ist das immer so der Zeitpunkt, wo ich dann schon mal anfange zu schauen, ob ich nicht nochmal bei Coca-Cola ein bisschen meine Position vergrößern möchte. Man kann hier gerade sehen, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, dass wir hier einen Gap hatten, das jetzt hier mit den letzten Tagen auch nochmal geschlossen worden ist und ja, vielleicht sich jetzt die nächste Zeit herausstellen wird, ob wir vielleicht hier nochmal im Bereich 45 runterkommen. Und dann muss man einfach mal schauen, wie die Dividendenrendite sich dann dementsprechend in diesem Bereich zwischen 40 und 45 gestaltet. Und vielleicht hat man da die Möglichkeit, nochmal ein kleines Schnäppchen zu machen. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass man hier irgendwie einen Buchgewinn haben möchte, einen Kursgewinn haben möchte, sondern es geht wirklich darum, einfach die bestmögliche Dividendenrendite hier für sich quasi zu sichern. Dann, um hier auch nochmal zum Thema Rente so ein Stückchen was zum im Bereich Sicherheit zu sagen. Bei der Coca-Cola-Aktie ist es so, dass es ein Quartalszahler ist. Wie gesagt, das sind jetzt alles so ein paar neue Sachen vielleicht für die einen oder anderen, die hier sich noch wenig mit dem Thema einkommensorientierten Investieren auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, erklären wir in den nächsten Bereichen noch mal ein bisschen genauer. Aber ganz grundsätzlich bekommt man hier viermal im Jahr eine Dividendenzahlung. Interessant ist auch, dass die Coca-Cola-Aktie weit mehr als 60 Jahre die Dividende zeigt, aber keine Senkung stattgefunden hat, 59 Jahre lang. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr stolze Leistung. Und der jährliche Dividendenzuwachs, das ist auch nochmal interessant, liegt ja aktuell zwischen 4 bis 6%. Das heißt, wir bekommen hier auch nochmal jedes Jahr eine kleine Gehaltserhöhung. Und das wiederum hilft uns natürlich auch ein bisschen die Inflation quasi auszugleichen. Das mal so, um ein bisschen was zum Thema Coca-Cola zu sagen. Wie gesagt, bin ich selber investiert. Der nächste Kandidat, den ich mitgebracht habe, das ist ein sogenannter REIT, ein Real Estate Investment Trust, eine sogenannte Immobilienaktie. Auch das wird Thema in den nächsten Webinarreihen sein. Omega Healthcare, eine Aktie, in die ich selber ebenfalls schon lange Zeit investiert bin, auch schon mehrere Jahre. Ja, wie gesagt, ist aus dem Bereich Seniorenwohnheime, die sie in verschiedenen Ländern der Welt betreiben. Auch diese Aktie, wie man sehen kann, ist absolut keine Kursrakete. Das Interessante ist vielmehr, dass diese Aktie aktuell eine Dividendenrendite zahlt von 7, upsala, ich mache das mal hier in blau, kann man es besser sehen, von 7,43%. Das heißt, wenn man jetzt zu dem aktuellen Kurs investiert, hat man eine Dividendenrendite von 7,43%. Ich denke, das ist schon sehr ordentlich. Und wenn man sich dann dazu das Ganze auch nochmal anschaut, dass wir hier ebenfalls einen Quartalszahler vorliegen haben und ebenfalls eine Dividendenzahlung, die relativ stabil ist und über mehrere Jahre angehalten hat, ist das sicherlich ein interessantes Investment. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Mortgage REIT vorstellen. Auch das ist eine Sonderform der REITs, die wir uns sicherlich in den nächsten Webinarreihen nochmal anschauen werden. Auch das ist eine Möglichkeit, in die man investieren kann. Die ist natürlich sehr viel spekulativer als das, was ich gerade gezeigt habe. Aber hier, das ist jetzt in diesem Fall ein Unternehmen, bei dem man dann auch mal schnell zweistellige Dividendenrenditen sich sozusagen sichern kann. Also wie man hier sehen kann, ist, wie gesagt, Dividendenstrategie nicht gleich Dividendenstrategie. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Ausprägungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Und das Schöne dabei ist, wie ich finde, dass wir hier dementsprechend natürlich auch die Möglichkeit haben, das Ganze sehr individuell für den jeweiligen Anleger entsprechend zu strukturieren. Also ich sage mal, jemand, der vielleicht relativ zeitnah in Rente geht, kann natürlich hier seine Dividendenstrategie ganz anders aufbauen als jemand, der vielleicht noch 20, 30 Jahre Anlagehorizont vor sich hat, kann die Risiken ein bisschen anders abwägen, aber kann auch hier die Ausschüttungshöhe dementsprechend sehr schön variieren. Das soll es an der Stelle von meiner Seite von mir erstmal gewesen sein als Input, sozusagen als Auftaktveranstaltung, als erstes
Webinar. Wenn ihr jetzt Interesse daran gewonnen habt, euch vielleicht auch ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen, dann wie gesagt, schaut gern auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Einkommensinvestor. Da findet ihr sehr viel mehr zu diesen verschiedenen Themen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt gerne stellen. Dann würde ich hier einfach mal über die Fragen drüber schauen und schauen, dass wir hier auch nochmal den ein oder andere Frage sehr gerne mit beantworten. So, soweit ich das jetzt hier überblicken kann, sind aktuell erstmal keine Fragen da. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne Fragen in den Chat schreiben. Ich werde da drüber schauen und sofern ich hier weiterhelfen kann, werde ich auch schauen, dass ich die Fragen beantworten kann. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr vielleicht im Nachgang noch etwas habt, was euch jetzt vielleicht nicht direkt eingefallen ist oder vielleicht auch im Nachgang, wenn man sich die Aufzeichnung anschaut, ihr habt hier natürlich auch immer die Möglichkeit, wie gesagt, mich hier über meine E-Mail-Adresse zu kontaktieren, aber gerne auch über meine Webseite. Auch da ist es natürlich interessant, vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen, vielleicht auch eine Aktie, die ich gerne mal besprechen soll im nächsten Webinar. Auch das kann ich sehr gerne machen. Eine Frage ist gerade reingekommen. Bist du fest in Aktien investiert oder kaufst du auch vor Dividendenausschüttungen? Also, es ist so, danke für die Frage auf jeden Fall. Es ist so, dass ich fest in Aktien investiert bin und in der Regel auch Aktien kaufe für mein Dividendenportfolio mit dem Bestreben, diese gar nicht mehr zu verkaufen. Es ist natürlich so, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn jetzt die Dividendenpolitik sich zu meinem Nachteil verändert oder auch andere grundlegende Sachen passieren, dann ist das natürlich schon so, dass ich mich von meinen Positionen trenne. Aber ich habe sonst immer die Motivation, jetzt zum Beispiel eine Coca-Cola-Aktie, egal wie viel Kursgewinn ich da habe, ich spiele nie mit dem Gedanken, den zu realisieren und die Aktie zu verkaufen. Das ist so die grundlegende Überlegung. Dann ist es natürlich so, das würde jetzt aber, glaube ich, an der Stelle schon ein bisschen zu tief reingehen in die Materie. Wenn ich merke, dass Positionen vielleicht zu stark wachsen, sich also vielleicht zu stark entwickeln, dann könnte man auf Grundlage von Rebalancing quasi Teile seiner bestehenden Positionen abbauen. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was durchaus Sinn macht. Wenn man sozusagen immer ein ausbalanciertes Portfolio haben möchte, was natürlich sehr sinnvoll ist, das entsprechend zu diversifizieren, dann kann man aus, sage ich mal, strategischen Gründen auch mal Anteile von bestehenden Positionen verkaufen. Aber ich glaube, um deine Frage grundsätzlich zu beantworten, nein, ich kaufe Dividendenaktien nicht vor der Dividendenausschüttung, um die Dividende zu kassieren. Auch das ist ja ein Nullsummenspiel, das macht ja dahingehend keinen Sinn, weil die Dividende ja von dem Kurs abgezogen wird. Also das bringt dir insofern nichts, sofern das die Intention der Frage war. Super, danke. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, dafür bin ich da. Wenn weitere Fragen sind, gerne reinschreiben. Echtgelddepot einzusehen. Jein. Ich habe immer mal auf meinem YouTube-Kanal verschiedene Echtgelddepots, die ich teste. Das sind in der Regel relativ kleine Depots, die ich da zeige. Mein privates Depot habe ich so aktuell noch nicht öffentlich gelegt. Bin da auch genau so ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich das mal machen soll oder nicht. Ich bin auf jeden Fall dabei, darüber nachzudenken oder ob es dann doch vielleicht sinnvoller ist, statt mein privates Depot zu veröffentlichen, weil da ist es natürlich so, dass ich da dann mehr oder weniger auch immer ja meine Entscheidungen irgendwie argumentieren muss, ja, und das teilweise vielleicht gar nicht so einfach ist. Ist es vielleicht sinniger, und das ist eher, glaube ich, so die Richtung, die ich wahrscheinlich gehen werde 2021, dass ich ein Depot eröffnen werde und das quasi von Anfang an dokumentieren werde. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Sinnigere in dem Fall und was, glaube ich, auch für die Zuschauer durchaus Potenzial hat und interessant sein kann, dass man vielleicht ein neues Depot eröffnet und das einfach mal sukzessive dann mit begleitet und immer mal Updates zu geben. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, sehr gerne. Ansonsten sehe ich hier soweit keine Fragen. Dankeschön, hat mich gefreut. Ja, wie gesagt, also an der Stelle dann auch von meiner Seite.
Vielen Dank, dass so viele Leute hier mit dabei waren, weil, wie gesagt, mein erstes Webinar, das hat, macht mir riesig Spaß gemacht, motiviert mich natürlich auch für die nächsten Male und ich hoffe auch, dass wir uns dann alle im Februar wieder sehen. Ansonsten, wie gesagt, von meiner Seite soll es das erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, ob der Nelson jetzt noch sich hier auch nochmal einschaltet zur Abmoderation. Ansonsten würde ich, bin ich noch vielleicht. da. Ah ja, super. Ja, ansonsten würde ich vielleicht schon mal so mich quasi verabschieden, weil von meiner Seite war es das. Es sei denn, du hast jetzt noch was an mich, Nelson? Irgendwie eine Frage oder? Nee, Nee, okay. ich kann mich dann anschließen. Vielen, vielen Dank. War wirklich ein super Start hier in der Webinarreihe und schließe mich den Feedbacks in den Chat an. Und aber ich will dein Schlusswort jetzt nicht klauen und höre geduldig zu. Alles klar. Ja gut, dann wie gesagt von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die live mit dabei waren, aber auch vielen Dank an alle, die dann im Nachgang sich die Aufzeichnung anschauen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, es war Mehrwert dabei und dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Februar. An der Stelle bleibt gesund. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, vielleicht schaut da mal auf dem YouTube-Kanal vorbei und ansonsten hören wir bzw. sehen wir uns dann im nächsten Webinar. Ja, auch vielen Dank an dich, Nelson, dass ich hier die Möglichkeit habe zu sprechen. Sehr, sehr gerne und ich habe natürlich auch zu danken für die Veranstaltung und wünsche dir natürlich auch noch eine erfolgreiche Woche und einen schönen Danke. Abend und sowie auch den Teilnehmern vielen Dank fürs Live-Dabei-Sein, für das Interesse und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie nächstes Mal mit dabei sind. Sie sind ja für die Folgetermine entsprechend auch schon registriert und dann kriegen Sie auch die Erinnerungen. Also bis dahin, viel Erfolg, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Macht's gut, ciao. Thank you.